solche, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, erstmal Übergriffe. Also das ist ja erstmal, sind erstmal Avancen, also eines Herrn gegenüber einer Dame, was von der Dame nicht unbedingt gewollt ist. Sind das, wie ist das so in der Wirtschaft und in der Politik? Sind das Einzelfänomene oder ist das Alltag? Es sind leider keine Einzelfälle. Wenn es ein Einzelfall wäre, wäre das, glaube ich, auch gar nicht problematisch. Ein Problem ist, dass es wirklich einen sehr verbreiteten Alltagssexismus gibt, und zwar sowohl im Journalismus als auch in der Wirtschaft. Warum wird sowas so selten so öffentlich gemacht wie beim Herrn Brüderle jetzt? Naja, für die Frau ist das eine sehr schwierige Situation, wenn sie an die Öffentlichkeit geht, zum Beispiel als Journalistin, die im politischen Geschäft tätig ist. Dann hinterlässt sie im Grunde verbrannte Erde und hat es sehr viel schwieriger, gute, vertrauensbasierte Beziehungen zur Politik aufzubauen. In der Wirtschaft ist das genau das Gleiche. Ich habe auch Situationen erlebt, die deutlich unter die Gürtellinie gingen und hätte da auch an irgendwelche Antidiskriminierungsstellen gehen können und habe das nicht gemacht, weil ich als Managerin weiter Karriere machen wollte. Aber das sind eben genau diese Antidiskriminierungsstellen, die ja extra für diese Fälle eingerichtet werden, sind denn die bloßer Tand für die Politik? Also das wird ja quasi was gemacht, aber es wird nicht angenommen. Was haben die denn für einen Wert? Die Frage muss man sich stellen. Also es ist nicht so einfach, denn am Ende ist doch die Frau in der Regel am kürzeren Hebel und in der schwächeren Position. Also es findet ja fast immer so eine Situation mit einem Machtgefälle statt gegenüber einem höherrangigen Kunden. Bei mir waren das teilweise Staatssekretäre aus Bundesländern. Das kann auch der eigene Vorgesetzte sein im eigenen Unternehmen oder eben in diesem Fall ein hoher Politiker, wo man sich dann auch fragt, wie stehe ich als betroffene Frau in der Öffentlichkeit da, wenn ich darüber rede? Am Ende versucht man immer wieder, das Opfer in ein schlechtes Licht zu stellen und zu sagen, die hat das ja provoziert und selber schuld und warum dieser Ausschnitt. Und das ist eine Art des Umganges, die, finde ich, sehr ungesund ist. Und dieser Alltagssexismus, der führt in seiner Verbreitung auch dazu, dass es dann auch tätliche Gewalt gegenüber Frauen viel eher geben kann. Muss sich die Frau denn das allein gefallen lassen? Ist sie da allein gelassen und was kann sie tun? In diesem Fall war es ja so, dass eine Mitarbeiterin von Brüderle eingeschritten ist. Ich würde mir wünschen, dass viel öfter jemand einschreitet, dass gerade auch Männer das machen. Es ist ja nicht so, dass alle Männer sowas akzeptabel finden oder völlig in Ordnung, aber viele sagen das nicht. Es ist ja sehr selten eigentlich, dass so eine Situation wirklich nur unter vier Augen stattfindet. Bei mir war das auch im relativ öffentlichen Raum. Und es kommt fast nie vor, dass irgendein anderer Mann dazwischen geht und sagt, du hör mal, das geht jetzt aber nicht, da werden Grenzen überschritten. Das würde ich mir wünschen, das wäre mal eine Kulturveränderung in Deutschland, die wir brauchen können. Wie erkennt man sowas? Also wie erkennt man diese Grenzen? Offenbar ist das kulturell ja nicht so inhärent und festgelegt, also auf das man sagen könnte, also so weit geht's und dann darüber geht es nicht. Also wie kann man solche doch sehr schwimmenden Grenzen wahrscheinlich erkennen? Diese Frage wird mir eigentlich immer nur von Männern gestellt, von Männern aber häufiger. Also Frauen wissen offenbar immer, wo diese Grenze ist. Und ich gebe dann den Männern immer so einen kleinen Trick als Antwort und sage, stellt euch einfach vor, eure Mutter steht daneben und guckt zu. Würdet ihr euch dann irgendwie komisch fühlen, dann ist es die Grenze überschritten. Oder stellt euch einfach vor, das, was ihr gerade mit dieser Frau machen wollt, macht irgendjemand Fremdes mit eurer Ehefrau oder eurer Freundin. Wenn ihr das völlig normal findet und denkt, ach, der ist doch nur nett und höflich, dann ist alles fein. Aber wenn ihr das Gefühl habt, lieber Mann, so aber nicht, das ist meine Frau, dann ist eine Grenze überschritten und dann sollte man das auch lieber bleiben lassen. Das sind die Ermessensgrenzen wahrscheinlich, also zwischen den einzelnen Beteiligten doch sehr, sehr unterschiedlich. Das stimmt, aber immer wenn es ein professioneller Kontext ist, in Verbindung mit einem Machtgefälle, sollte man im Zweifel eher darauf verzichten. Sie haben ja gerade so Fälle, also dass Männer und Frauen auch miteinander arbeiten müssen. Also es scheint ja immer ein Konfliktpotenzial zu geben. Also auf welche Art und Weise können Männer und Frauen zusammenarbeiten, ohne dass es allzu sehr gezwungen wirkt vielleicht auch? Also wie geht das? Offenbar scheint es sehr problematisch zu sein. Eigentlich ist es ganz einfach. Man arbeitet auf professioneller Ebene miteinander und vermischt andere Dinge nicht mit der Arbeitsebene. Wenn man sich daran hält, kann gar nichts schiefgehen.
Vielleicht sollte man sich dann auch überlegen, was für ein Frauenbild man hat als Mann. Es ist ja nicht so, dass man nur, weil jemand ein anderes Geschlecht hat, man abends nicht bei einem Glas Wein irgendwo beim Socializing mitmachen kann. Das ist in der heutigen Arbeitswelt eigentlich unabdingbar. Man braucht diese Art von Netzwerken. Das heißt aber nicht, dass es eine Einladung ist für irgendein zwischenmenschliches Näherkommen. Wenn man das möchte, sollte man außerhalb einer beruflichen Sphäre suchen. Also dieses Socializing, also würde ich jetzt mal hinterfragen. Wie funktioniert das? Was gibt es da für Hürden? Wie kann man die Stolpersteine und die Fettnäpfchen umgehen? Wenn man das Socializing zwischen Männern und Frauen einfach so macht wie das Socializing zwischen Männern und Männern, dann geht doch gar nichts schief. Die sitzen einfach, trinken ein Glas Bier oder irgendetwas anderes und reden nicht nur über formelle Sachen, sondern auch mal über Hobbys oder das Wetter. Daran ist ja nichts Verkehrtes. Aber es ist eben nicht möglich, hier Geschlechtergrenzen zu überschreiten und unter der Gürtellinie tätig zu werden in einer Art und Weise, die andere Seite vielleicht auch gar nicht möchte. Und die Gefahr ist insbesondere dann gegeben, wenn wir ein Machtgefälle haben. Wenn also eine besonders junge Journalistin einem besonders nicht nur älteren, sondern auch sehr hochrangigen Politiker gegenübersteht, dann können wir nicht von einer neutralen Situation ausgehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die 29-Jährige ein eigenes Interesse daran hat, herumzuflirten mit einem über 60-Jährigen, ist doch realistisch betrachtet extrem klein. Und das Gehirn kann man in so einem Fall ja auch einschalten. Das ist also da durchaus angeraten. Und wenn sich zwei 30-jährige Arbeitskollegen gemeinsam irgendwo hinsetzen und dann funkt's mal zwischen beiden, ist das eine völlig andere Situation. Aber man darf eben dieses Machtgefälle nicht ausnutzen und das findet viel zu häufig statt. Zurück nochmal zum, also wenn es da dann eben so diese, ob das jetzt eine Brüdergeschichte ist oder nicht, wenn es da dann eben dann doch Sympathien gibt, wie kann ich mich verhalten? René Obermann und Maybrit Illner haben das hervorragend hingekriegt, ohne dass jemand den anderen belästigt hat. Wie haben die das gemacht? Das wissen wir natürlich nicht, das würde ja auch zu weit führen. Die nächste Frage, die sich dann eben anschließt, was ist das, also wie ist denn das politische und gesellschaftliche Feingefühl von einem Mann wie Brüderle einzuschätzen? Es ist nicht vorhanden. Der Mann hat offensichtlich kein Feingefühl bewiesen und hat die Situation, die er hat, in einer höheren Machtposition einfach ausgenutzt und ein relativ ist ja nicht besonders selten ein Verhalten zutage gebracht, aus dem hervorgeht, ich habe mehr oder weniger Anspruch auf diejenigen, die mir gefallen, die jung sind, die von mir abhängig sind, dass ich ihnen antworte, wenn sie mir Fragen stellen, wie das ja im Journalismus halt so ist. Und das wird dann einfach ausgenutzt. Und er hat sich, glaube ich, nicht mal in dieser Situation dafür geschämt. Darf so jemand, also Repräsentant einer vom demokratisch gewählten Partei sein? Natürlich kann er das sein, wenn Menschen ihn trotzdem wählen, aber umso wichtiger ist es, dass diese Dinge auch publik werden und dass man weiß, wen man wählt. Insofern hätte ich mir gewünscht, dass wir auch vor einer Wahl in Niedersachsen schon bekannt gewesen. Wahlen gibt es aber immer wieder. Die FDP ist bekanntermaßen eine sehr männlich geprägte Partei. Der Frauenanteil ist da am allerniedrigsten. Insofern ist das vielleicht auch nur ein Bild dafür. Aber es ist andererseits nicht FDP-spezifisch. Das ist ein Phänomen, das wir auch in allen anderen Parteien finden. Wie sind Sie oder Ihre Partei eigentlich selber mit dem Phänomen umgegangen? Das ist ja auch an den Piraten nicht vorbeigegangen. Ja, bei uns sind ja auch nur Menschen aktiv. Wir sind sehr offen damit umgegangen. Der Landesvorstand in Berlin hat eine öffentliche Erklärung gemacht, hat sich auch bei einer Journalistin, die dort Klagen geäußert hat, entschuldigt. Alle Betroffenen haben sich dafür entschuldigt. Also man kann damit nur offen umgehen und man muss im Prinzip auch anerkennen, dass in einer Situation etwas nicht richtig gelaufen ist und sich damit beschäftigen, diesen Alltagssexismus aus der Partei auch rauszubekommen. Das ist etwas, das vermisse ich bis jetzt noch, aber Herr Brüderle hat ja noch die Möglichkeit, hier Kontakt aufzunehmen mit der Journalistin und öffentlich zu sagen, warum das nicht in Ordnung war. Nochmal in den Kontext gezogen wird, der ihm nicht so sonderlich behagen dürfte. Also gibt es da, ist da eine Strategie der Medien also auch abzulesen? Also holen die das dann nur hoch, wenn sie es gerade brauchen oder was? Das kann man unterstellen. Andererseits funktionieren ja Medien so, dass sie immer versuchen, einem bestimmten Inhalt auch eine aktuelle Komponente zu geben, die irgendwie mit dem Tagesgeschäft zu tun hat. Das war, wenn man so will, in beiden Fällen so der Fall. Man kann natürlich immer noch auswählen, macht man es jetzt vor oder nach einer Wahl zum Beispiel. Das war sicherlich nicht ganz zufällig. Trotzdem finde ich es besser,
dass aus welchem Anlass auch immer diese Geschichten ans Tageslicht kommen, weil wir uns nur dann offensiv damit auseinandersetzen können. Ich hätte mir gewünscht, auch beim Spiegel, auch beim Stern, dass das früher passiert wäre. Aber es ist dafür nicht zu spät und die Geschichte ist ja ein Jahr alt. In diesem Jahr haben sich viele Dinge verändert, auch in der öffentlichen Wahrnehmung von Sexismus, von Gewalt gegen Frauen. In Indien ist inzwischen passiert. Die Sensibilität und das Interesse am Thema in der ganzen Gesellschaft sind höher. Und wir dürfen nicht vergessen, dass physische Gewalt nur dann eine solche Breite haben kann, die es auch in Deutschland hat. Das ist kein indisches Phänomen alleine. Wenn wir ein bestimmtes sexistisches Alltagsbild von Frauen haben. Deswegen ist es wichtig, dass das in der Öffentlichkeit auch diskutiert wird. Und dann ist mir fast der Anlass egal, warum das ein Medium macht. Unser Rechtsanwalt hat jetzt auch gesagt, dass die Rechtslage eben also unmissverständlich klar ist, es ist keine Straftat in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, also er soll sich nur schämen, aber mehr kann man dann quasi nichts machen. Muss gesellschaftlich davon abgesehen irgendwas passieren, um diesen Alltagssexismus irgendwie bändigen zu können? Und wenn ja, was? Der erste Schritt ist, das öffentlich zu machen und eine Situation zu erzeugen, in der er sich wirklich schämt, in der das ganz offensichtlich nicht okay ist und in der Folge viel häufiger vorkommt, dass jemand, der so etwas beobachtet, etwas sagt, einschreitet bei so einer Situation oder wenn es im Prinzip die Brüderle-Person ist das nächste Mal, dass sich jemand so ein Verhalten verkneift, weil er weiß, es könnte eventuell in der Öffentlichkeit landen, es kann zu Schamsituationen führen oder weil er vielleicht jetzt erst versteht, dass das ein Problem ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass jedermann genau weiß, was er tut. Ich glaube, für manche Menschen ist diese Grenze schwer zu erkennen, also männliche Menschen, Frauen erkennen diese Grenze. Im Zweifel kann man ja auch einfach mal eine Kollegin fragen, wenn ich da so oder so mich verhalte, ist das vielleicht komisch? Dagegen hat, glaube ich, keine Frau was, wenn man solche Fragen stellt.